Hallo Leute, ich bin Manuel von Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Stay on Earth. Ja Leute, ich habe sehr lange überlegt, was wir eigentlich machen können beim Let's Stay on Earth. Und ich habe mich dann erinnert an etwas, was ich eigentlich versprochen habe zu machen, und zwar in Alpha Bunker zu gehen. Ja, ich halte meine Versprechungen. Wir sind in Alpha Bunker. Jetzt ist die Frage, ja. Welcher Stock? Erstmal wie immer, den gleichen Stock wie immer. Ich will da jetzt einfach ein bisschen gucken, was da gibt. Also Coupons zu sammeln. Es ist noch eine Sache, was eigentlich noch zu machen wäre. Und das ist eigentlich die Nachbarn zu besuchen. Soviel ich weiß, sind die jetzt da wieder mal aufgefüllt und man kann sie wieder mal aufschrauben. Jetzt ist bei mir eine Frage, ob die dann mich wieder angreifen. Ob wenn ich sie angreife. Ich weiß, dass zum Beispiel diese neue Art von Angreifer da ist, aber die kommen nur dann, wenn man die angreift. Das heißt, wenn du sie nicht angreifst, kommen die auch nicht. Also, und jetzt ist die Frage. Ja, ob das jetzt bei den Nachbarn genauso ist. Wenn man die Nachbarn angreift, dann ob die mich dann angreifen. Irgendwann mal. Ja, also. Und deswegen überlege ich mir, ob ich das mache oder nicht. So. Wir machen mal kurz auf. Kurz mal. So. Ich werde jetzt nicht so umrüsten. Ich will einfach nur kurz Alpha Bunker mal gucken. Vor allem die Coupons. Also, ob die. Ob ich da jetzt Coupons einsammeln kann. Falscher Knopf gedrückt. Okay. Da können wir umrüsten. So, auch mal Coupon. So, das ist einfach gut. So, hier ist schon mal gesäubert sozusagen. Wie gesagt, also die Folge wird nicht jetzt ja darauf laufen, dass ich jetzt den ganzen ersten Stock ablaufen werde, sondern ja, und das läuft darauf hin, solange die Waffen bei mir sind, werde ich das halt machen. Aufmachen. Erschießen, fertig. Bleib da hängen. Ich habe auch ein paar Waffen oben gelassen. So, das brauchen wir auch. Schauen wir hier mal nochmal durch, ob ich hier nichts vergessen habe. Jetzt habe ich auch noch Hunger. Jetzt ist die Frage, welcher Stock, also zweiter oder dritter? Ich gucke mal bei dem dritten Stock nach. Da war ich noch nie, ich möchte mal schauen. Ich weiß, dass da jetzt etwas schwierige Zombies sind. Schau ich mal nach.
irgendwie. Nee. Also, nee. Ich gehe lieber da, wo ich schon weiß. Mal schauen, mal schauen. Also, grüne Coupons habe ich 9, gelbe glaube ich 16 oder so. Bei den gelben könnte ich da noch vielleicht es hinbekommen, das 25 zu sammeln. Bei den grünen habe ich 9 in der Kiste sozusagen, also wird wieder ein Haufen Zombies auf mich raschen. Das machen wir mal mit dem Hammer, glaube ich, fertig. Damit wir die Pistole nicht verschwenden. Moment, sollen wir hier gleich das mal machen? Nicht zurücklaufen, sondern einfach hier draufhauen. Mit meiner Kettensäge. Schön mit der Kettensäge draufhauen. Mal ein bisschen heilen nicht vergessen. Also immer auf das Leben achten. So, alle tot. Ob ich das schaffe? Ja. Komm, bleib da liegen jetzt. Und da gibt's nichts. Hallo, Alter. Warum gibst du mir nichts? Komm, Angriff. Und fertig. Eventuell, jawohl, zumindest eine grüne Coupons gibt's. Ja, gut, Kostüm ist bald fällig. Nee. Hier ist es immer so schwer. Es sind zwei Zombies. Und ein Dicker. Dieser Dicker macht mich fertig. Immer. Deswegen ich mal Pistole einrüsten. So. Jetzt hier weg. Und jetzt können wir weglaufen. Hier ein bisschen heilen. So, jetzt ein bisschen Dämm abwarten. Wieder mal abwarten. Können wir hier verschwinden? Warum? Weil wir da jetzt heilen werden und auch ein paar Sachen ablegen. Und ich brauche, glaube ich, Rüstung. Zum Glück habe ich sie auch dabei. Also, das habe ich mal irgendwann mal bekommen. Und ja, ich habe Kommentare bekommen. Hier kann man mit dem Bogen durchgehen und so weiter und so fort. Mache ich aber nicht. Ich mache mir auf der sicheren Seite. So, jetzt gehen wir wieder rein. Wie gesagt, Freunde, es wird so ablaufen. Zum einen
so, glaube ich, 15 Minuten, 20, wenn es hochkommt. Zum anderen mal schauen, wie viel wir bis dahin sammeln. Oder wie weit wir bis dahin kommen. Also ich möchte meinen Gewehr noch nicht nutzen. Den dicken kann ich auch so erschießen. Mit der Pistole. Mal gucken. Also bis jetzt schwach. Mit dem Coupons und mit dem Rest ziemlich schwach. Keine guten Sachen. Aber vor allem keinem Zombie gab es was zu holen. Lauf! Warum stehst du da, du Trottel? Aua! Verreck! So. So. Moment, Freunde. So. Ja, einen roten Coupon wegen so einem fetten, der mit einem Schlag mich K.O. schlägt. Hier ist auch nichts zu holen. Also ein bisschen schwach ist er schon. Deswegen gehe ich auch ungern hier hin. Ja. Ein bisschen Hosen. Schwach. Wie gesagt, bis jetzt drei grüne, einen gelben, einen roten und einen Schlüssel. Super. Dabei habe ich schon meine Pistolen alle verschossen. Schwach, schwach, schwach. Oh. Und ihr habt nichts zu heilen. Vergiss es. Dort ist auch ein Dicker. So Leute, ich gehe jetzt hoch, weil da gibt es bei mir meine Heilung. So 11 Stück. Das nehme ich mal mit. Und auch eine Waffe wäre nicht schlecht. So mein Sturmgewehr wäre gar nicht mal so schlecht zu holen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze hier eigentlich sich lohnt. Das ist das, bei mir, das ist das Problem. Ich möchte auf der sicheren Seite spielen, also mit Waffen und so, Schusswaffen und so. Und es ist bei mir die Frage, ob das Ganze hier sich lohnt, also die ganzen Waffen hier zu verballern. Dabei gibt es nur zwei, drei Coupons. Und ein paar Sachen, die ich halt auch so bekommen werde. Also Events und so, ne? Achso, da war bei mir schon drin, okay. Ja, ich nehme mal das hier.
Ja, Rüstung ist bei mir gerade knapp am Zerreißen. Wie gesagt, Leute, ich weiß es nicht, ob das Ganze sich wirklich lohnt. Ich habe auch kleine Fehler begonnen. Ich habe da die Tür aufgemacht. Ich hätte es lieber zuerst mit den zwei hier sich eingelegt, also den dicken und den anderen getötet. Und erst dann mich mit den anderen zwei eingelegt, oder vier war es da. Aber wie gesagt, Freunde, 20 Minuten oder so, 21 Minuten höchstens, und dann ist Schluss, und dann sammle ich die ganze Sachen und gehe nach Hause. Kann sein, dass ich noch, wir haben glaube ich 3 Tage Zeit, dass ich noch mal hingehe und dann der Rest mache, wenn ich dann wirklich Lust habe. Aber zurzeit, wie gesagt, habe ich auch ziemlich viele andere Projekte. Und hier ist es halt so, dass ich habe ja Lust zu spielen, aber hier ist ja nichts Neues, was ich einfach lernen würde. Und so, ne? Ups, das war falsch. Kacke, Mann. Oh. Zwei Dicken. Lauf! Warum sind sie schneller als ich? Ihr Dicken, gib mir was, Mann. Verdammte Kacke, ey. Es lohnt sich wirklich nicht. Also, pff, ich weiß nicht, Freunde. Irgendwie, ich habe schon auf den Dicken gehofft. Ehrlich zu sagen, habe ich mir gedacht, okay, zumindest geben sie was, aber pff, ich sehe selbst, nix ist. Nee. Nicht diesen dicken Plops. Plops. Okay. Warte, ich mach mal hier erstmal die Waffe am Arsch. Der lebt immer noch. Na dann. Oh, jetzt aufmachen. Mal gucken. Okay. Die Waffe ist kacke. Oh. Oh. Oh nein. Nein. Komm jetzt, lauf. Lauf. Ich hab nichts mehr zu heilen, lauf. Hehe.
Doch, ich hab noch zu heilen, diese zwei, was ich bekommen habe. Aber ich wechsle mal die Waffe, die ist kacke. Also 12 Schaden zu machen, das ist nicht schön. Ich nehme die Shotgun, die beiden baller ich über den Haufen. So, jetzt komm. So, jetzt. Wartet. Das hier mal zum Heilung. Einmal heilen. Bitte schön. Und einmal. Ich will die zwei noch über den Haufen ballern. Und am liebsten hätte ich noch etwas gemacht. Und zwar die Hosen angezogen. So, ich will noch diese Kisten da. Ich hätte diese drei gerne über den Haufen geschossen. Auch mit diesen 500 Leben da. Also ich mach mal, versuche ich mal. Ich weiß nicht, ob das klappt. Weil ich habe nur eine... Noch eine Heilung, also bis jetzt nicht so besonders. Wo sind meine Hosen eigentlich? Ich hatte doch so Hosen bekommen. Leute, ich habe doch Hosen bekommen. Wo sind die jetzt? So. Habe ich sie jetzt nicht mitgenommen oder was? Die nehme ich mit und ziehe sie mir an. Und dann schieße ich die zwei über den Haufen. Und dann beende ich auch die Folge. Also, ich räume dann den letzten Raum noch, wenn es klappt. Dann beende ich die Folge erstmal für heute. Wie gesagt, Leute, für mich ist es... eigentlich eine Zeitverschwendung bzw. Waffenverschwendung, was ich hier eigentlich treibe. Aber versprochen ist versprochen und ich habe ja gesagt, ich mache das. Nein, nicht dritter Stock, verdammt. Moment, Leute. So, jetzt machen wir mal das mal geschwind. Ich will das Ganze hier fertig bekommen, bevor komm. So. Jetzt oder nie. Ey, trage ich immer noch die Waffe? Ah nein, das ist ja falscher Stock. Ups. Ich hatte jetzt Probleme gehabt, ey. So, Leute. Also, wie gesagt, ich will noch diesen Raum da haben. Außerdem habe ich irgendwo Hosen irgendwie liegen lassen. Ich will noch diesen Raum räumen, weil da Kisten sind. Und am Ende will ich euch mal zeigen, was ich halt im halben Raum, sozusagen, halber Bunker, sozusagen, bekomme. Also bis jetzt habe ich nichts Schönes bekommen, deswegen gehe ich auch ungern in den Bunker, weil man halt mehr verbraucht. Also wenn man auf die sichere Seite spielt und ohne natürlich Geld reinzustecken und so weiter, so wie ich. Ich habe noch nie in diesem Spiel Geld reingesteckt. So, jetzt. Shotgun. So, jetzt wird's abgefertigt. Ich hoffe, die Hosen liegen dort noch. Ich weiß doch, dass ich irgendwo Hose bekommen habe. Da habe ich noch gelacht, ja. Hose und so, ne? Genau.
Aufrüsten. Hier habe ich ja liegen lassen. Ah, schön. Ohne Schuhe. Auch schön. So, wer will nochmal, wer hat noch nicht? Komm her. Krieg auf die Fresse. Okay. So, wartet. Warum trifft er nicht? Der steht gerade vor ihm. Oh, jetzt ist er sauer. Schon ein wenig, ne? Wäre ich auch. Wenn mich nicht jemand schießt. Ne, der ist gar nicht ein wenig, der ist ganz schön sauer. Oh nein! Oh Gott. Okay, Freunde, das war's erstmal. Ich werde nochmal hier hinkommen. Und ja, ihm trotz allem erledigen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.